Tür. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnantarmee vereinigt. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht entführen. Die Umsätze zu autorisieren, behauptet, er wäre krank! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Das heißt, der Führer wird heute noch Klausel mit rausgeben. Bringen Sie mir Fegelein! Krank! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Krank! Krank! Ja, vielleicht schon krank! Ebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Krank! 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 Der Alte daran hindern, selbstständig zu denken? Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Jeder hat mit meiner Augen an die SS! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederverrätiger, treuloser Feigling! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sei die Armee kehrbar! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft nur um ein Zehnfaches. Dann entlösen wir die Westfront. Abwechslung. Zwei Fälle neue Befehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!